Mein Vater Martin Brassel. Mein Großvater Martin Brassel. Mein Vater Max Geske, 1943 gefallen. 20.03.13 gestorben am 10.10.43. Mein Großonkel Hans Dorr vermisst. Sonntag, den 24.04.1944. Meine Lieben, heute am Sonntag sende ich euch die herzlichsten Grüße. Hier haben die ersten Frühlingsboten Einzug gehalten. Allerdings ist man hier mit dem Sonnenschein sehr sparsam. Hier gibt es nicht viel Neues, alles geht seinen Gang weiter. Und wie ist es zu Hause? Der Tommy hat wohl wieder Köln angegriffen, wenn das doch mal bloß aufhörte. Wie geht es sonst? Was machen Vater und Mutter? Hoffentlich noch wohl auf. Ja, mein liebes Trutchen, wollen wir hoffen, dass der Krieg bald ein Ende hat und wir uns alle gesund wiedersehen. Sonst, meine Lieben, wünsche ich euch alles Gute und verbleibe mit den herzlichsten Grüßen. Dieser Brief ist ja nicht viel, aber von Herzen. Euer Hans. Ich bin Tobias. Hans ist mein Großonkel. Er war im Zweiten Weltkrieg Soldat der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront. Seit 1944 gilt er als vermisst. Hans war so alt, wie ich jetzt bin, als er eingezogen wurde. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber meine Oma Gertrud erzählte immer von ihrem einzigen Bruder. Die beiden lebten im selben Haus, arbeiteten zusammen in der familieneigenen Limonadenfabrik. Bevor er in den Krieg musste, haben sich Hans und Gertrud geschworen, jeden Sonntag schreiben wir uns, egal was passiert. Seinen letzten Brief hat Hans aus Weißrussland geschrieben, damals Teil der Sowjetunion. Hier hat die Wehrmacht besonders gewütet. Was ist mit Hans passiert? Wo ist er geblieben? Was haben er und seine Kameraden hier angerichtet? Jetzt mal rum und verteile die. Es kriegt nicht jeder was, aber alle, die einen Angehörigen haben. Ne? Auf dieser Reise bin ich einer von 19 Suchenden. Beinahe jeder hier hat einen Angehörigen verloren. Katharin Düren, bitte. Dankeschön. Da ist also auf der Rückseite so ein zweites Blatt. Und das ist eine Kopie aus dem Namenbuch. Und da steht der Name Ihres Angehörigen. Ne? Die Reise wird vom Volksbund organisiert, einem Verein, der sich um die Gräber deutscher Soldaten kümmert. Für viele ist es die erste und vielleicht letzte Chance, Abschied zu nehmen. Zum Beispiel Irma. Sie will das Grab ihres Vaters besuchen. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Oder Peter, der dafür extra aus den USA hierher geflogen ist. Über 70 Jahre, nachdem Hans als Unteroffizier in dieses Land einmarschiert ist, begebe ich mich auf seine Spuren. Ein beklemmendes Gefühl. Die Reise beginnt in Minsk, das im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Auf unserer Route Gedenkstätten, Kriegsmuseen, Soldatenfriedhöfe. In der Stadt standen diese Flaks, ja, und führten Kämpfe gegen die Flugzeuge. 70 Schüsse in Minute. Zwei Kilometer hoch, ja, konnten sie schießen, die Flugzeuge.
Zwischen 1941 und 1944 ermordeten Wehrmacht und SS rund 2,5 Millionen Einwohner Weißrusslands. Das ist mehr als ein Viertel der gesamten Bevölkerung. Systematisch zerstörten die Nazis hunderte Dörfer und Städte, legten das ganze Land in Schutt und Asche. Kaum vorstellbar, irgendwo in diesem Grauen war auch Hans, genauso wie Peters Vater. Mein Vater war 1943 in Weißrussland gefallen. Und ich habe vor 10 Jahren herausgefunden, wo er begraben war. Und habe jetzt schon mehrmals die Gelegenheit nehmen wollen, dahin zu gehen. Hat aber nicht immer hingehauen. Jetzt bin ich 81 Jahre. Und das ist das letzte Mal für mich, die Zeit so zu nehmen, noch ihn zu finden. Als Kind habe ich nicht so richtig begreifen können, dass der Vater nicht mehr da war. Meine ganze Familie ist im Zweiten Weltkrieg auch umgekommen. Was ist mit denen passiert? Weiß man das? Bombenangriff. Ich bin durch Zufall bei meiner Großmutter gewesen und bin der Einzige in der Familie zum Überleben. In welcher Stadt war das? Meine Mutter und Schwester in Aachen und ich war mit meiner Großmutter in Elbingerode im Harz. Das heißt, in der Nacht, als es passiert ist, warst du durch Zufall nicht in dem Haus, das war, in dem deine Familie gelebt hat? Ich war den Tag zuvor, sollte ich reinkommen, aber die Bombenangriffe waren schon zu groß gewesen. Die Bahn konnte überhaupt nicht mehr rein. So wie ich reingekommen bin nach Aachen, habe ich dann gesehen, dass das Haus verschwunden war. Und von meiner Familie, meiner Mutter und Schwester, war gar nichts übergeblieben. Es muss eine große Bombe gewesen sein, die das Haus getroffen hat. War alles weg. Und das ist für mich mein Lebensabschluss, dass ich meinen Vater noch mal sehen kann, wo sein Ruhestand ist. Was erhoffst du dir davon, wenn du dorthin gehen kannst zu dem Grab von deinem Vater? Ich hoffe, dass ich da Blumen hinlegen kann. Und dann auch mal. Das ist schwer zu bereiten. Das werden wir machen können. Hoffen. An Weihnachten und an Geburtstagen rechnete meine Oma regelmäßig nach, wie alt Hans jetzt wohl sein würde. Bis zu ihrem Tod hoffte sie auf seine Rückkehr. 1. Januar 1944. Mein lieber Hans, deinen Brief haben wir mit Dank erhalten. Du hast wieder so eine richtige Soldatenweihnacht gefeiert, aber bei guter Gesundheit. Und wie wir es zu Hause hatten, haben wir ja auch geschrieben. Auch beide Tage glücklich, ohne Alarm. Das neue Jahr haben wir schlafend angefangen, aber so haben wir es uns ja gewünscht. Denn das ist ja immer der nächstliegende Wunsch. Hoffentlich kommt kein Alarm. Nun steht über allem die große Frage, was wird das neue Jahr uns bringen? Den ersehnten Frieden? Wir wollen es hoffen. Wenn wir nur alle gesund bleiben, das ist der größte Wunsch an dieses neue Jahr. Was magst du heute machen? Und wie den Sonntag totschlagen? Sicher schreibst du auch heute einen Brief an uns. Sei von uns allen herzlich gegrüßt. Kuss, Gertrud.
Tag 2. Ob ich Hans überhaupt finden werde, weiß ich nicht. Aber wenn ich ihn finden sollte, will ich wenigstens irgendetwas in den Händen halten. Ja, sind denn da Gefäße oder wie? Nein, einfach hinlegen. Ach so, zum Hinlegen dann. Ja, ja, naja. Ich weiß noch nicht, welche ich nehmen soll. Ja, das glaube ich. Die weißen sind mir immer so ein bisschen so friedhofsmäßig. Ja, deswegen. Das ist mein Friedhof. Das ist ein Friedhof, ja, aber. Ja. Weil sonst, ich meine, vielleicht eine solche und eine rote. Ich weiß nicht. Welche Blumen nimmst du jetzt? Ich nehme die eine von mir und eine von meinen drei Töchtern und eine von jedem Enkel. Ach, deswegen die Anzahl. Deswegen, ja. Nein. Vielen Dank, sehr schön, danke schön. Rosen für Hans. Eine von meiner Oma Gertrud, eine von meiner Mutter und eine von mir. Dankeschön, thank you. Ach, das sind Bilder von ihm? Ja, das sind Bilder von der Kompanie sicherlich, ich weiß nicht. Das sind hier zu zweit und ich weiß ja auch die Namen alle nicht. Wie alt warst du denn, als dein Vater gestorben ist? 5 Jahre. Und ich kenne, ja, und mein Vater ist 39, also eingezogen worden und ich kenne ihn überhaupt nicht mehr und habe auch überhaupt keine Erinnerung an ihn. Für dich, wie kann man das begreiflich machen, jemanden zu vermissen wie du deinen Vater, den du eigentlich gar nicht richtig kanntest? Kann man das erklären? Nein. Nein, das kann man nicht. Das begleitet einen. Wie ist das für dich als Deutsche, jetzt hierher zu kommen, wo so viele Deutsche so viel Unheil verbreitet haben, ja, Tod und Terror? Ja, und wir sind ja die Schuldigen. Ist ja nun mal so. Ne? Wenn ich dann das sehe, dass so geschrieben ist, für Großdeutschland haben sie ihr Leben gelassen oder so in dem Brief, denke ich. Denn kannst du ihn ja mal lesen. Sehr geehrte Frau Geske, mich als Kompaniechef trifft die undankbare Aufgabe, Ihnen den Heldentod Ihres lieben Mannes Max Geske mitzuteilen. An der Beresina fiel Ihr Mann im Kampfe um die Freiheit Großdeutschland in solidarischer Pflichterfüllung getreu seinem Fahneide für Führer, Volk und Vaterland. Die Gewissheit, dass Ihr Mann für die Stärke und Zukunft unseres ewigen deutschen Volkes sein Leben hingab, möge ihnen in dem schweren Leid, das sie getroffen hat, Kraft geben und ihnen ein Trost sein. Wir haben Abschied genommen von einem prächtigen Menschen, der sein Bestes gab für die Freiheit seiner Heimat. Mit Heil Hitler, Ihr Müller, Hauptmann und Kompaniechef. Also mir läuft es ja kalt den Rücken runter. Ja, wirklich. Also ich fand das auch, wenn ich das immer wieder mal lese, finde ich das also ganz schrecklich. Schon alle an dieses Großdeutschland. Ja. Pflichterfüllung. Ja. Also Toiletten gibt es hier nicht. Es gibt auch kein Eingangsgebäude. Und Sie sehen hier die Kreuzgruppen, das sind die Blöcke. Auf jedem Block steht dann eine Gruppe mit 3 Kreuzen. Überall dort, wo deutsche Soldaten gekämpft haben, sucht der Volksbund nach den Gefallenen und Vermissten. Mit Hilfe von Spenden und Steuergeldern legt der Verein Friedhöfe an, hilft Hinterbliebenen bei der Suche nach ihren Angehörigen. Oder 38. Hier bloß für ach, das ist hier. Hier ist 37.
Geh mal eben gucken. Hast du es gefunden? Ja, nach 74 Jahren bin ich jetzt in dem Land, wo du 1943 dein Leben gelassen hast. Mit vielen, vielen, vielen anderen. Und so grüße ich deine Seele, die irgendwo schwebt, von deinen Nachfahren. Kriege sind Wahnsinn. Leider weiß ich gar nicht, wie du gewesen bist. Ich kenne dich nicht. Keine Erinnerung. Aber das ist schön hier mitten in der Natur, die Schmetterlinge. Sind hier und sicherlich auch viele Insekten. Und der Himmel ist blau heute und die Sonne scheint und das ist schön. Hast du dich denn gerade eher erschrocken, als du den Namen gefunden hast, oder warst du eher erleichtert, dass er dort steht? Nein, ich war erleichtert. Weil das ist ein Gedenken einfach auch. Im wo das Leben gelassen hat. Und nach 74 Jahren in diesem Land dann zu sein, das ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Aber es scheint ja hier friedlich zu sein. Und wie empfindest du das denn? Hast du denn schon jemanden gefunden jetzt? Noch nicht, aber wir können ja mal gucken, ob wir Hans finden. Ja, und welcher Name war das mit Nachnamen? Hans Dohr. Dohr, also es wäre dann D und sicherlich auch erst im Nachtrag. Ne? Hier fängt D an. Dirkmann, Dittmar, Donand. Dormeier, ja. Dornbusch, Dreher, Dreifke, Drüder, nee, da steht er nicht bei. Mhm. Ich würde jetzt erstmal hier auf den Tafeln suchen und dann, guck mal, hier ist auch die. Diefenbacher, Dirks. Dicknie, Dingel, Track. Nee, hier ist er auch nicht. Ich würde mich fast freuen, wenn ich ihn hier finden würde, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir. Das ist auch verständlich. Okay, letzte Chance. Da hinten sind auch noch mal welche. Dietinger, Döling, Döhle, Döpken, Dolb. Auch nicht, ne? Auf dem Soldatenfriedhof Berjosa sind nur Namen von Soldaten eingraviert, deren Leichen gefunden und eindeutig identifiziert werden konnten. Vermisste wie Hans tauchen hier namentlich nicht auf, erklärt mir der Reiseleiter. So, wir denken, jetzt nicht. Uns bleibt nur, die Blumen an der Gedenktafel abzulegen.
Es erleichtert mich, an diesem Ort wenigstens irgendetwas zu tun. Fühlt sich richtig an, dass es hier einen Ort zum Erinnern und zum Trauern für die Deutschen gibt. Auch wenn mir der Gedanke daran, dass wir hier gerade die Täter und nicht die Opfer betrauern, keine Ruhe lässt. Juni 1944. Meine Lieben, hocherfreut erhielt ich gestern euren lieben Brief, wofür ich herzlich danke. Ja, ihr Lieben, macht euch die Tage nur recht gemütlich, wenigstens so gut es geht. Na, ich bin ja froh, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Hoffentlich dauert die Urlaubssperre nicht bis Kriegsende. Gruß und Kuss, euer Hans. Lieber Hans, in Gedanken sind wir immer bei dir, denn die schweren Ereignisse an der Ostfront machen uns Sorgen. Wir ahnen ja mehr, als dass wir wissen, wo du bist. Wenn schönes Wetter ist, gehe ich öfters mit Mutter zum Garten. Die Erdbeeren sind nun alle. Jetzt kommen die Kirschen dran. Wenn du erst im Winter kommst, können wir wenigstens Kirschtorte machen. Natürlich auch dann, wenn du eher kommst. Für heute, lieber Hans, will ich denn schließen, in der Hoffnung, dass es dir noch gut geht. Kuss, Gertrud. Mein dritter Tag in Weißrussland. Mitten im Wald sollen hunderte deutsche Kriegsgefangene begraben sein. Ob ich Hans hier finden werde? An diesem Ort erinnern keine Namen an die Toten, nur eine Gedenktafel. Warum hängen denn da die Schuhe in den Bäumen? Da und da und da. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man wirklich nicht wollte, dass hier Deutsche auf dem Friedhof liegen? Связано ли это с тем, что здесь молодежь была, и она была недовольна, что здесь немецкое кладбище? Нет, sowas gibt's bei uns. Ich habe schon so ein etwas seltsames Gefühl, weil ich zum Beispiel nicht weiß, was Hans hier gemacht hat. Ich weiß nur, dass er ein Verwandter von mir ist, aber ich weiß nicht, was er hier dem Land angetan hat. Deswegen ist es für mich so die Frage, ob es für dich schwierig ist, jetzt Deutsche hier zu sehen und auf Friedhöfen zu begleiten. Ja. Nein, so ganz normal, ja. So, Sie sehen, ja, ist das mein Verhältnis zu Ihnen ganz normal, ja. Weil wir alle ja nicht genau wissen, was unsere gemacht haben. Wie schlimm sie teilweise auch gehandelt haben. Ja. Das war nie so wirklich nie eine Art Hass gegen die Deutschen. Nie. Kaum vorstellbar angesichts all des Leids, das deutsche Soldaten diesem Land angetan haben. Wird man doch gerade in Weißrussland fast überall an den Zweiten Weltkrieg erinnert.
Machst du mal Fotos oder filmst du? Ja, das ist bloß Fotos. Ja. Oh, da bist du aber nah rangegangen, Peter, du. So. Die Brester Heldenfestung. Hans war auch hier, mit dem Grenadierregiment 487, im Januar 44. Das Wetter sei mild gewesen, schreibt er. Über die brutalen Kämpfe kein Wort. Heute ist die Festung für Weißrussen das Symbol für den Heldenmut und den Widerstand gegen die Deutschen. In Erinnerung daran halten hier jeden Tag die besten Schüler aus der Region Ehrenwache. Juni 1944. Meine Lieben, dass ich euren lieben Brief erhalten habe, habe ich schon geschrieben. Hier ist im Augenblick ja Urlaubssperre, aber das hängt mit der Lage im Westen zusammen. Wir wollen ja hoffen, dass wir die längste Zeit Krieg geführt haben. Sonst, meine Lieben, ist alles beim Alten. Für heute seid alle herzlich gegrüßt. Haltet nur die Ohren steif. Hans. Das war der letzte Brief von Hans. Da war er 38. Tag 4. Ah ja, da kann man die Buchstaben etwas erkennen. Ne? Ja, machen wir mal. G-O? Der Volksbund führt Namensbücher mit allen registrierten Toten und vermissten Soldaten. Hier muss Hans doch drinstehen. Steht nicht drin. Gibt es noch ein anderes mit D? Ist denn Ihr Onkel hier mit drin? Nein. Auch nicht. Das scheinen die ganzen Vermissten, die sind hier nicht drin. Doch. Mal los, hier stehen sie drin. Das ist der Friedrich Wieser, der ist im Schotzkowo und da ist sein Bruder vermisst. Hast du irgendein Datum denn gehabt? Das ist eigentlich der gleiche Zeitraum. Die gleiche Zeit, ich glaube. Sie hat letztes, ich weiß nicht, aber es ist Juni oder Juli, ist ja der letzte Nachricht. Genau. Ja, nee, ist gar nicht schön, nee. Wenn man das hier besucht und dann möchte man ihn ja auch hier finden. Es hätte nichts an Hans' Schicksal verändert.
Aber trotzdem hätte ich seinen Namen wirklich gerne in einem dieser Bücher gefunden, um wenigstens irgendeine Form von Gewissheit zu haben. Ich bin ein Kind gewesen, wo mein Vater gefallen ist. Und mein Vater in der Hinsicht ist nicht freiwillig da reingegangen. Und er hat auch nicht freiwillig sein Leben gegeben. Er ist eingezogen worden, musste das machen. Der Zweite Weltkrieg sollte der Krieg der Kriege gewesen sein. Die Menschheit hat aber da nichts von gelernt. Wir sind in Korea reingegangen, dann in Vietnam, dann in Afghanistan und dann auch in Kuwait, Irak, Syrien. Und die Menschheit hat gar nicht davon gelernt. Macht dich das wütend manchmal? Ja, sehr. Wenn das ganze Geld bloß von der Waffenindustrie alleine für Hunger und Krankheiten verbraucht würde, dann hätten die Menschheit ein friedlicheres Leben, obwohl ich bin bloß ein Mensch. Was kann man machen? Vor ein paar Tagen konntest du dann ja auch endlich das Grab deines Vaters mal besuchen, ne? Ja. Wie wirst du das in Erinnerung behalten? Ja, das ist das Spezielle, was man weiß, wo er jetzt liegt und schläft. Und wir hatten ja auch Sonnenschein. Und das war das Schönste damit bei, das dann so auch in Erinnerung zu behalten. Was fühlst du da? Was wirst du da so in deinem Herzen von mitnehmen nach Deutschland? Dass der Wunsch endlich in Erfüllung gegangen ist, weil ich das ja immer wollte, hierher zu kommen, und dass ich das jetzt gesehen habe. Und das wird mich dann begleiten. Und ich werde das dann auch meinen Kindern berichten. Und ich denke, dass sie sich darüber auch freuen, dass ich dann diese Reise nun wirklich auch gemacht habe. Bei mir ist es ganz seltsam. Ich habe Hans ja nie persönlich kennengelernt. Für mich ist er jetzt noch ein Stück mehr als lebendige Person zur Familie geworden als vorher. Wie ist das bei dir, bei deinem Vater und der Erinnerung? Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch, dass das alles bewusster geworden ist, obwohl wir ja Bilder hatten. Und ich habe ja auch so ein Album gemacht, überhaupt von meiner Kindheit und dann auch von dieser ganzen, als er in den Krieg gezogen ist, und diese Unterlagen, die ich noch hatte. Und naja, aber jetzt ist das irgendwie, er ist irgendwie mit da. Und so hatte ich ihn ja früher überhaupt, ich habe ihn ja nicht gekannt. Meine Oma kann von zu Hause nichts für ihren Bruder tun, außer weiter zu schreiben.
21.07.1944. Lieber Hans, leider haben wir bis heute noch keine Post von dir erhalten. Alles andere ist ganz unwichtig geworden. Tag und Nacht sind wir in Gedanken bei dir. Was wohl der Grund sein mag, dass du seit dem 18. Juni nichts mehr von dir hören lässt? Überall hört man es aber, dass keine Post aus bestimmten Gebieten des Ostens kommt. Allerdings ein schwacher Trost. Jeden Tag wird hier fast eingekocht, denn einmal ist auch der Tag da, wo du in Urlaub kommst. Hoffentlich ist das recht bald. Denn auch die schweren Tage gehen einmal zu Ende. Wer könnte es dir mehr wünschen als Vater, Mutter und ich? Wenn nur bald ein Brief von dir kommt. Kuss, Gertrud. Tag 5. Wenn alles klappt, wird Peter heute am Grab seines Vaters stehen. Zum ersten Mal in seinem Leben. Was soll man da noch groß bereden? Es ist jetzt 10 Uhr. Sind Sie einverstanden, dass jeder erstmal eine halbe Stunde Zeit bekommt? Da treffen wir uns um 10:30. Soldatenfriedhof Stadtkowo. Auch diesen Friedhof hat der Volksbund angelegt. Hier sollen die Überreste von fast 33.000 Soldaten liegen. Mein Vater, Heinrich Ost. Mein Vater, Karl Gevers, ist vermisst. Hans-Hermann Paschke, gestorben 1941. Mein Vater, Martin Brassel. Mein Großvater, Martin Brassel. Mein Onkel, Friedrich Wiesner und Heinrich Wiesner. Mein Vater, Max Geske, 1943 gefallen. 20.03.13, gestorben am 10.10.43. Mein Großonkel Hans Dorr, vermisst. Ob die Verstorbenen Täter waren oder nicht, spielt in diesem Moment keine Rolle. Hier sind nur Trauernde, die ihren Vater, Bruder oder Onkel vermissen. Schon ihr Leben lang. Aus Unterlagen vom Volksbund weiß Peter, dass sein Vater auf diesem Friedhof liegen muss. Für nichts. Ich kann nicht viel sagen. Es ist eine sehr traurige Zeit, dass ich meinen Vater bloß für 7 Jahre gekannt habe. Und die meiste Zeit war im Krieg gewesen.
Ich bin mit 81 Jahren den Vater niemals richtig zu kennen. Viele von meinen Freunden heutzutage, die wissen überhaupt nicht, was das meint, ohne Vater aufzuwachsen. Immer alleine, immer für dich selber. Wenn es nicht für meine Großmutter gewesen wäre, dann wäre ich ganz alleine gewesen. Kannst du den Namen lesen von ihm? Günther Lier. Ja. 20.02.1913, 10.10.1943. 30 Jahre ist dein Vater nur geworden? Ja, wohl 30 Jahre. Mein Vater wurde eingezogen und er hat nichts für Krieg gehabt, aber in der Zeit, wenn sie jemanden gefunden haben, der zurückgegangen ist, dann war es vorbei. Gibt es denn irgendwas, was du ihm sagen wollen würdest, wenn du jetzt hier stehst? Auf Wiedersehen. Die Gelegenheit habe ich nicht als Kind gehabt. So, wenn mein Tag morgen kommt, ich habe ein gutes Leben gehabt und das war doch mein letzter Wunsch gewesen. Das war schön. Traurig, aber schön. 28. Juli 1944. Mein lieber Hans, leider erhielten wir noch immer keine Post von dir, lieber Hans. Wie groß unsere Sorge ist, kannst du wohl verstehen. Wir hoffen immer, dass unsere Post dich doch erreicht, denn nichts kommt zurück. Wie groß wäre unsere Freude, erhielten wir nur einige Worte von dir. Oder wenn wir nur wüssten, es geht dir noch verhältnismäßig gut. Ich brauche dir ja nicht extra zu schreiben, schreibe uns bitte. Wir wissen ja alle, wäre es dir möglich, hättest du es lange getan. Wir können unseren Herrgott nur bitten, dass er alles zum Besten wendet. Lieber Hans, wir sind in Gedanken stets bei dir und du bei uns. Kuss, Gertrud. Ich werde wohl nie erfahren, was mit Hans passiert ist. Genauso wenig, was er im Krieg im Detail getan hat. Darüber hat er auch nie geschrieben. Aber ich habe eine etwas genauere Vorstellung davon bekommen, was die Deutschen hier angerichtet haben und welche Auswirkungen das bis heute hat. Auf die Menschen in Weißrussland, aber eben auch auf die Hinterbliebenen aus Deutschland.